Feingefühl oder kein Gefühl, heute mit Kevin Wimmer und Marco Grühl. Seid ihr bereit? Sind bereit. Erste Frage. Wenn ihr einen Mitspieler für die Millionenshow auswählen müsstet, für wen würdet ihr euch entscheiden? Christopher Dibon oder Richard Strebinger? Ich glaube, beide sind nicht so breit, oder? Beide sind gescheit, ja. Ich glaube, der Dibi hat ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Deswegen könnten wir uns eigentlich für den Dibi entscheiden. Bin ich deiner Meinung. Würde ja ein Dibi machen. Machen wir Dibi. Captain. Frage Nummer 2. Da ihr sehr gut befreundet seid, entscheidet ihr euch nach der Karriere gemeinsam einen Verein zu führen. Wer soll neuer Cheftrainer werden? Kelvin Arase oder Leo Greimel? Boah. Ich würde den Leo nehmen, ja. Weil dann hätte man noch 6 Partien keinen Spieler mehr, weil alle mit Rot gesperrt sind. Ja, ich glaube auch, dass der Leo das ganz gut kann. Also, ich weiß jetzt nicht, ob Kelly jetzt so der typische Cheftrainer wäre. Weiß ich nicht, vielleicht für Gaudi-Truppen, wenn es wäre, dann wäre es okay, aber ich glaube, das war ein Leo, der kann es schon ganz gut. Ich meine, das aber machen wir ja. In Leo. Ja. Frage Nummer 3. Natürlich benötigt ein Verein auch einen Sportdirektor. Welchem Mitspieler traut ihr diese Rolle zu? Daxi Funtas oder Koya Kitagawa? Schwierig. Das ist sehr schwierig. Es sind beides. Wenn beides. Ja, mein Sportdirektor. Ja, wenn wir einen Koya nehmen, haben wir halt. Japanische Auswahl vielleicht. Bei Taxi, griechische Auswahl. Ja, Taxi wird wahrscheinlich alle Spieler schimpfen, wenn sie nicht gut spielen. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Also ich glaube, dass wir eigentlich Taxi nehmen müssen, ja. Auf der Suche nach einem Wedding Planner seid ihr auf folgende 2 Personen gestoßen. Oliver Strunz oder Philipp Schobesberger? Ja, ja, muss Schobi machen, oder? Also ich glaube, beide wären gut, dann wird es auf jeden Fall eine lustige Hochzeit. Aber ich glaube, ja. Schobi hat schon mehr Erfahrung, der kann uns da sicher weiterhelfen. Grüdi, einverstanden damit? Ja, bin ich einverstanden. Gemeinsam mit einem weiteren Spieler werdet ihr auf einer einsamen Insel ausgesetzt. Für wen entscheidet ihr euch? Christoph Knaus Müllner oder Maxi Hoffmann? Ja, ich glaube, wir haben schon ein gutes Trio da, wir spielen gerne Formel 1, da haben wir ein gutes Trio. Ich glaube, da müssen wir nur die Playstation mitnehmen, dann wird man in Knasi einparken wahrscheinlich. Sehe ich auch so. Wie schaut es auf einer einsamen Insel mit dem Internet aus? Beziehungsweise ja, Steckdosen? Das machen wir schon. Also ja, ist ja nicht viel, ist sicher nicht viel schlechter, wie es da jetzt gerade ist. Das stimmt, ja. Einer eurer Mitspieler möchte bei euch zu Hause vorübergehend einziehen. Auf wen fällt die Entscheidung? Erdcan Kara oder Filip Stojkovic? Ja. Ja, ist eine schwierige Frage. Ich glaube, der Stojko oder Stojki eben wird wahrscheinlich viel. Viel schlafen, oder? Viel schlafen und viel Playstation oder genau, weiß ich nicht, Computerspielen. Ich glaube, den wird man wahrscheinlich meiste Zeit gar nicht merken. Erdcan wird wahrscheinlich Basketball schauen, schätze ich. Ja, ich glaube, beide angenehm eigentlich. Ja. Schwierige Frage. Kommt drauf an, wer besser kochen könnte wahrscheinlich, ja. Aber kannst du entscheiden. Ja. Ich sage einfach einmal Stolke für die Brateabteilung. Dass vielleicht einmal der eine oder andere Bratane bei mir einziehen kann. Wenn ihr für einen Tag in den Körper eines Mitspielers schlupfen könntet, für wen würdet ihr euch entscheiden? Robert Ljubicic oder Emanuel Awu? Also, beide hätten sie ihre Vorteile, aber ich glaube, ja. Von der Frisur her möchte ich gerne mal vom Robert die Frisur haben, weil die haben nicht viel. Ja, wäre auf jeden Fall sehr einzigartig. Können wir uns wieder, haben wir nur einen Prater dabei, machen wir Robo. Kommen wir zur letzten Frage. Welcher Mitspieler wäre eher für eine Boyband als Frontsänger geeignet? Jonas Auer oder Pauli Gartler? Ja, müssen wir für den Pauli gehen, oder? Oder? Ja, wenn Jonas noch nicht singen kann. Highlight. Ja, stimmt, haben wir noch nicht. Kann ich mich nicht erinnern, oder? Pauli auch noch nicht.
Ja, Pauli wird halt immer lachen. Ja, stimmt, wäre auf jeden Fall gute Unterhaltung, aber ich glaube, Joni wird auch eine gute Performance hinlegen. Schwierig. Ja. Damit wir einen Handschuh haben bei der Bayern, oder? Machen wir den Pauli. Super, vielen lieben Dank. Gerne.